Ja, ich bin Arne Nordmann, bin schon 3 Jahre bei M&H, habe schon alle möglichen Maschinen gefahren und wir häckseln gerade knapp 860 Hektar Anlage. Ja, wir haben dieses Jahr dazu gekriegt 2 Fendt Katana 650 mit 10 Reiher Camper dabei und haben uns dieses Jahr halt gezielt für 2 entschieden. Ja, also das Allerwichtigste ist natürlich, dass er durchhält, ganz klar. Standzeiten sind tödlich. Also ich bin Fidi Mehmeti, ich bin der Geschäftsführer der M&H Agrarlogistik, gegründet 2018. Wir haben mittlerweile 32 feste Mitarbeiter und nochmal so 12 Aushilfen, round about. Wenn wir jetzt mal die 2500 Hektar Mais nehmen, wie die wir ca. häckseln, also 100%, sind davon 80% Biogaskunden und 20% sind Milchviehbetriebe. Wir hatten letztes Jahr knapp 1000 PS-Häcksler und haben uns dieses Jahr halt gezielt für 2 entschieden, damit wir, falls Ausfallzeiten da sind oder ähnliches, dass wir trotzdem einen Teil der Kette am Laufen halten können, was wir letztes Jahr halt nicht konnten. Also bis jetzt ist es relativ gut gelaufen. Wir hatten einmal einen Stillstand mit der Maschine, weil ein Magnetventil kaputt war. Das war bis jetzt so das, was wirklich passiert ist. Und ansonsten liefen die Maschinen ziemlich zuverlässig durch. Und wir haben auf jeden Fall eine deutliche Steigerung der Häckselqualität laut Aussagen unserer Kunden. Die sind top zufrieden. Es gibt keinen, der bis jetzt irgendwie gesagt hat, nee, das ist mir zu musig oder das ist mir zu lang oder das ist mir doch zu kurz. Wir sind jetzt auch gerade am Schauen bzw. am Auswerten mit so einer Logistiksoftware, wie viel Sprit die wirklich verbrauchen, die beiden Häcksler. Also der letztes Jahr hat roundabout 1400 Hektar gehäckselt. Das machen wir dieses Jahr bei den beiden, machen wir das dann auch bei 1400 Hektar mal einen Schnitt machen, um zu gucken, wer hat jetzt wirklich mehr oder weniger verbraucht. Aber aktuell liegt es wirklich so, dass der Häcksler aus dem letzten Jahr roundabout bis jetzt aktuell 7% mehr Sprit verbraucht hat. Wir stehen hier auf einer Biomethananlage mit 3 Megawatt. Wir füttern hauptsächlich Mais, 50%, GPS ein Teil und viel Hühnermist. Klar, Häcksellänge, Körner angekreckt, alle, das ist eben auch wichtig. Das ist auch wirklich gut zu sehen bei den Katana-Maschinen im Moment. Die haben da scheinbar richtig was getan. Wenn ich jetzt auf die Maschinen zurückkomme, die gefallen mir schon recht gut, sind zuverlässig. Wirklich dieses Jahr wird noch keine großen Standzeiten. Das ist natürlich auch immer entscheidend, damit die Haufen auch dann relativ schnell zukommen. Wenn wir angefangen haben und in einen so einen Haufen gehen, nehmen 15.000 Tonnen rein, dann möchte ich natürlich dann nicht für 2 Wochen für häckseln. Das wäre deutlich schlecht für die Qualität der Silage. Falls der Fahrer mal krank werden sollte oder ähnliches, ist das von der Bedienerfreundlichkeit her relativ einfach zu sagen, gut, Schlepperfahrer so und so, darf jetzt halt auf den Häcksler drauf, weil es halt einfach identisch ist. Von mir aus bin ich echt begeistert. Ich habe ja mit dem Vorführer letztes Jahr schon gearbeitet und war ich echt positiv von überrascht. Die Häckselqualität ist echt super. Also ich bin ja schon andere Fabrikate vorher gefahren, aber hier ist die echt 1A. Von der Bedienung her echt bedienerfreundlich. Wer vorher schon mal Fendt gefahren ist, der kann nach einer kurzen Einführung, würde ich mal meinen, die Maschine auch bedienen. Ja, wir neigen uns jetzt langsam so dem Ende der Häckselsaison und wir haben bis jetzt roundabout mit Gras, GPS und Mais haben wir ca. 3000 Hektar gehäckselt mit den Katanern. Fazit davon ist bis jetzt wirklich gut und bereut tue ich das auf gar keinen Fall. Er geht gerade die Diskussion weiter, da wir nun halt auch weiter Häckselfläche noch dazu kriegen, ob wir uns noch einen dritten, in dem Fall dann halt einen 850 dazu organisieren und oder ob wir es dann weiter erstmal mit den 2650 probieren. Aber was definitiv so ist, die 650 bleiben. Und jetzt ist halt nur Überlegung, was machen wir als nächsten Schritt.